Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück beim schlechtesten Super Meatball Let's Play aller Zeiten. Heute in einer Live-Folge mit dem Table Tennis Gamer. Richtig, mit dem Table Tennis Gamer. Wir sind hier gerade eben live im Livestream. Den gibt es ja ab und zu derzeit noch auf kedos.lpseeken.de und ich mache da auch immer ein Ankündigungsvideo. Die Leute, die gerade live dabei sind, haben die Möglichkeit, mich in der Kamera, in der Webcam zu betrachten. Die habt ihr leider nicht. Ja, also auf YouTube gibt es einen ganz, ganz krassen Nachteil. Das wollte ich noch kurz erwähnen, um die Livestreams noch ein bisschen zu pushen. Ich weiß gar nicht, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Die Leute haben sich das jetzt eben gewünscht. Der Kevin wird irgendwie selbst ein bisschen Super Meat Boy zocken und fachmännische Tipps geben, genau, wenn sie erwünscht Tipps sind. Wir kennen ja eigentlich auch alle schon. Wir haben einen Neuanfang gestartet in dem ganzen Senf hier. Das heißt, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Waren wir schon bei The Hospital? Guck doch mal rein. Ah, stimmt, da habe ich ja das letzte Mal noch irgendwas gemacht. Ich habe auch mal wieder keine Warp-Zones und sowas, aber überall A+, außer da oben in 2. Warum habe ich denn kein Plus? Warum denn nicht? Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Eine Dreiviertelstunde oder so. Bis 23 Uhr oder irgendwie sowas, oder vielleicht auch nur eine halbe. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen hier, weil ich mit dem Mikro hier habe ich noch gar nicht aufgenommen. Also mit dem Studio-Mikro, muss ich gestehen. Also, ja. Oh, zweites Level machst du? Ah, geh ich auch mal direkt rein. Ich guck mir das auch mal an. Schön. Oh. Natürlich gleich kein A+ gekriegt. Sehr geil. Mal gucken, ob ich das überhaupt schon in dem Geschwindigkeit-Ding hinkriege. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich jetzt darauf achten muss, irgendwie eine gute Folge für YouTube abzuliefern, aber gleichzeitig irgendwie nicht die Kamera hier im Livestream außer Acht zu lassen. Aber wenn ich da reinschaue, dann sackt eben für euch die Soundqualität ab. Und das leckt wirklich so ein bisschen durch den Livestream. Aber das muss ich jetzt halt, ne? Man muss auch mit Handicap spielen können. Ja, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus da. Ja, komm. Lüg mich nicht an. Na, komm. So, also wer den Table Tennis Gamer nicht kennt, der ist irgendwie deutlich besser als ich in Super Meat Boy und hat sich da irgendwie langsam hochgearbeitet. Erst war ich der Schlechteste, den es überhaupt gibt. Er war wirklich schlechter als ich, das muss ich erstmal geben, ja. Ja, ist wirklich so. Wie man das hinkriegt, das ist auch so ein bisschen. Gibt das jetzt A+? Ey, warum gibt denn das nie A+? Mein Gott. Und ich lese auch so nebenher so ein bisschen den Chat, also wenn irgendjemand von den Leuten im Livestream hier im Chat irgendwas Wichtiges zu sagen hat, lese ich das vielleicht sogar vor. Ich wollte eigentlich jetzt noch in dem zweiten Level A+ holen, bitteschön. Ja klar, geh wieder zurück in den Titelbildschirm, ey. Kedos, also, du olle Nane. Banane. Ganz am Anfang kannst du sogar, wenn du Rennen gedrückt hältst und nach rechts lenkst, direkt durchrennen, dann fällt er genau durch das Loch an die Wand. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher, so mache ich es immer. Einfach nur durchrennen. Einfach nur nach rechts durchrennen, dann fällt er direkt an die Wand rechts. Tatsächlich. Das ist ja actionreich. Boah, das gibt das A+. Bam, da habe ich mir A+ geholt. Ey, das ist ein schöner Tipp gewesen. Dankeschön, Kevin. Ich glaube, ich nehme dich jetzt in jede Aufnahme mit. Damit, oh Mann, Mann, ich krieg das echt mit dem. Das ist recht lustig. Ich kann das jetzt mal kurz hier im Livestream in der Kamera zeigen. Ich habe ja hier mein Ding und mein Controller ist irgendwie hier unten, ja. Das hat jetzt für euch auf YouTube absolut keinen Kontext, aber für die Leute im Livestream schon. Die können es euch ja dann nacherzählen, ja. Die können euch das Ganze bildlich beschreiben. Weiter geht's mit 13. Die Level kenne ich ja schon nicht mehr. Ach, da gibt es diese tollen Blubberbläschen. Ja, das ist ja total toll, ey. Da kriege ich ja wirklich gleich wieder einen richtigen Ständer, wenn ich mir das anschaue. Boah. Warte, da muss ich auch mal nachgucken, was das war bei der 13. Bei der 13 gibt es diese hässlichen, violetten. Alter, Kedos, übertreib. Ach, die. Ja, da gibt es auch schöne Tricks, wie du die Sau einfach machst. Wie? Ja, beim ersten zum Beispiel rechts auch kannst du durchrennen. Dann kannst du auch einfach rüberspringen immer. Ja. Und dann hast du. Da kann ich einfach durchrennen. So. Ja, kannst du einfach durchrennen, ohne dass du getroffen. Nee, du kannst unter dem. Du musst. Hab ich gerade gemacht. Hab ich gerade gemacht, hat gut geklappt. Ach, Entschuldigung, ich hab. Ich habe A+ gekriegt. Aber den Schlüssel nicht geholt, ich Trottel. Na, dann muss ich das nochmal kurz wiederholen. Ja, der ist nur für eine Bandage. Ja, aber weißt du, ich habe kaum Bandagen, deswegen, Moment, das habe ich schon wieder falsch gemacht. Umbringen. Und das war auch mal wieder richtig schön, schön mies. Ich soll von Speaker German Titte grüßen, also den Kevin. Hm, schöne Grüße zurück und den kenne ich vom Namen sogar. Wie verkrampft du da sitzt. Ja, ich sitze mit recht aufrechter Haltung da, weil das geht nicht anders bei dem Studio-Mikrofon. Weil das würde dann ziemlich scheiße aussehen. Also nicht scheiße aussehen, aber die Audioqualität würde sacken, weil wenn ich jetzt hier irgendwie, das kann ich kurz demonstrieren für den Livestream, wenn ich mich jetzt so zurücklehnen würde und hier irgendwie so, ja, pff, dann ist das halt audioqualitätsmäßig nicht mehr so geil, wie es jetzt gerade auf YouTube zumindest ist. Im Livestream vielleicht nicht zwingend, aber auf YouTube. Ey, komm schon! No. Noch unkonzentrierter als sonst, das muss man erstmal auf die Reihe bekommen. Ja, man muss auch sagen, dass Super Meat Boy echt kein einfaches Spiel ist, wenn man sich damit nicht wirklich extrem befasst hat, sag ich mal. Oh, warum renne ich denn jedes Mal in die olle schöne Maid rein? Ich peile es nicht. Also ich bin einfach zu nett für das Spiel, glaube ich auch. Das ist nicht so mein Genre.
Weißt du, also Alan Wake ist da viel freundlicher. Ja, Alan Wake, ja. Komm jetzt, zack. Schlüssel geholt. Oh, du freust dich aufs nächste Level. Warum? Hab ich so ein Gefühl? Ich weiß auch nicht, aber hab ich ein Gefühl. So, und jetzt kann ich mit dem Schlüssel da runter, die dumme Bandage holen, jetzt muss ich nur noch irgendwie hoch, wenn ich das richtig verstanden hab. Oh Gott, jetzt bin ich aber gerade voll aufgeregt. Keine Sorge, junger Held. Ich glaube, das wird nichts mehr, weil die gerade echt scheiße fliegen, diese dummen Blubberblasen. Nee. Die erinnern mich immer an so Schaumdinger vom Baden oder so. Okay, ich hab's geschafft, wenn auch ziemlich langsam, aber ich hab die dumme Bandage bekommen. Was, das war auch noch A+. Achso, ich hatte A+ ja schon vorher. Grüße an The German NG von The Hasen MG, der grüßt sich wahrscheinlich selbst. Ich versuche das irgendwie zwischendurch ab und zu noch so ein bisschen hinzubekommen. Ich kann ja auch ein bisschen mitlesen. Ja genau, das kannst du ja auch mal. Kannst du ja auch einfach vorlesen, das ist ja kein Ding mehr. Nächstes Level. Ich hab Headcrab freigeschaltet. Geil. Was ist das denn? Ach so, so eine neue Figur, ne? Ja, ein Charakter. Kennst du Charaktere in Super Meat Boy? Nein. Oh, wie ich das, solche Level hasse ich mit diesen komischen Winddingern. Oh, halbes Chicken. Das Schlimme ist ja auch, dass, wenn man sich irgendwie daran gewöhnt hat, im Fullscreen Super Meat Boy zu spielen, dann ist das ja. Und Honk97 grüßt Kedos aus Düsseldorf. Also danke, dass du mich grüßt, Kollege. Grüße zurück nach Düsseldorf. Ich fühle mich gerade wie so ein Radiomoderator so ein bisschen. Düsseldorf! Ja, da kommt der Kevin her. Ja. Kann ja nur ein Scheißkaff sein. Nein, Düsseldorf ist total toll. Sag ja, genau. Ich wohne irgendwie in so einem halben 14.000 Einwohner-Dörflein und bezeichne Düsseldorf als Kaff. Wie komme ich denn da hoch? Wie mache ich das denn am besten mit den... Oh. Cool. Naja, du gehst bei einem der Rechte... Entweder auch auf dem Rechte. Ist okay, Kevin. Ich muss nichts mehr hören. Grüße aus Österreich von LD4, das heißt wahrscheinlich L Dante for the Win oder irgendwie sowas. Jo. Grinse Let's Play fragt, wann denn, das kann ich jetzt, also machen wir ein bisschen Frage-Antwort-Video noch draus, wann denn eine neue Folge von Minecraft Let's Show kommt. Wenn ich mal wieder anfange dran zu arbeiten. Das ist ja so eine Sache mit dem Minecraft Let's Show, das ist sehr, sehr aufwendig. Und vor allem die Ideen dafür gehen einem halt auch schnell mal wieder aus. Dann hat man wieder ein paar Ideen, dann ist es zu viel Arbeit, was weiß ich was. Und jetzt gibt's Super Meat Boy von Amon 2.6 oder was auch immer. Level 1-1. Ich liebe ja diese Gameboy-Level von Super Meat Boy abgöttisch, ja? Die sind auch richtig gut. Also die sind richtig gut gemacht. Ja, unglaublich geil. Also ist ja eigentlich auch der Ursprung von Super Meat Boy, ja? Das war ja am Anfang auf Newgrounds so ein Flash-Game. Falls du da Ahnung von hast. Ja, das gibt's, boah, das habe ich mal gezockt, das ist aber richtig schwer, also die Steuerung das ist noch schwieriger, ne? Scheiße. Ja klar, weil das nicht alles optimiert ist, da hatten sie ja auch, glaube ich, gar kein Budget dahinter oder so. Ja, und, das finde ich halt auch schön, das hat Team Meat, oder wie, wer das auch entwickelt hat, schön gemacht, dass es ja auch noch in der Flash-Game-Version den Super-Tofu-Boy gibt. Das heißt, die Vegetarier haben auch noch was. Das ist ja geil. Komm ich da? Oh, knapp vorbei. Ich meine, welches Spiel? Nee, ey, das ist ja wohl ein schlechter Witz. Was wollen denn diese roten Wackelpuddings da überall? Er rennt weg. Ja, Entschuldigung, das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Weil du Ahnung von dem Spiel hast. Aber das sieht echt nicht. Ich mach das gerade auch nochmal. Toll, ich hab die Warp Zone gar nicht. Die Warp Zone. Du hast die Warp Zone gar nicht. Warp Zone. Ja, Warp Zone. Fertig. Zack, und jetzt schnell nach oben. Yeah, like a boss mit Bandage. Das läuft doch super. Warp Zone. Grüße an Titte aus Köln von Styler121. Ich glaube, es ist ein Styler. Der Styler121. Hab ich auch schon mal gehört. Man hört immer mal wieder so ein paar. Na, och nein. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt nicht verkacken. Die Warp Zone kann man wieder von vorne machen. Ja klar kann man die wieder von vorne machen, aber es ist nicht sonderlich zu suggerieren. Ja, like a boss. Wow, wir sind gerade gleichzeitig gestorben. Echt? Ja. Also gleichzeitig im Livestream halt. Im Livestream, ja. Mit meinem Delay. Also in der Warp Zone, das habe ich jetzt ja auch erst gemerkt, das waren ja sehr viele Kommentare unter der letzten Session, gibt es ja auch unglaublich viele Bandages, die ich irgendwie nie einsammle. Also ja. Da bin ich irgendwie ganz toll dran. Ey, ich muss die Bandage noch kriegen, ich habe noch ein Leben und Kevin lenkt mich ab. Ja, das werde ich auch weiterhin tun, deswegen, toi toi toi, du wirst es doch mit Sicherheit schaffen, ich glaube an dich. Ich habe es aber leider nicht geschafft. Grüße von Arbeitsamt LP an Kenos und TT.
Das reimt sich. Nein! Also natürlich will ich dir zum Geburtstag gratulieren, Markus. Also alles Gute an der Stelle. Das seht ihr mal, wenn ihr im Livestream dabei seid, habt ihr eben solche Möglichkeiten zu solchen einmaligen Aktionen. Die sehen mich jetzt mit der Webcam und können eben so ein paar kleinere Interaktionskommentärchen schreiben, mit denen ich ihnen eben zum Geburtstag gratuliere und was weiß ich, was jetzt nicht ein Riesending oder sowas, aber manche Leute freuen sich da halt dran. Ich würde mich nicht freuen, wenn ich mir selbst zum Geburtstag gratuliere. Das wäre mir viel zu hässlich und nervig. Kevin kann auch bestätigen, dass ich eigentlich in echt wirklich unglaublich hässlich bin, durchgehend. Ja. Ey, also ja, das ist so unglaublich hässlich. Wenn ihr jetzt meint, dass das in der Webcam wirklich er ist, ne? Es ist ja alles gefotoshoppt, da ist so ein Dauerfilter drüber, ey, und ich spring direkt rein. Ja, oder auch bei den Videos, ja, von Game Insight und sowas, da haben wir eigentlich durchgehend wirklich einen Filter drüber gelegt, weil einfach die normale Hässlichkeit gar nicht auszuhalten war irgendwo. Ja, ja. Und man darf ja nicht vergessen, ne? Auch vor dem Let's Play, auch wenn man nur die Stimme hört, er hängt trotzdem noch eine Stunde in der Maske. Ja. Ich sollte Grüße an Berlin ausrichten oder kommen Grüße von Berlin? Ey, schon wieder die Warp-Soul versaut. Von Berlin. Wann kommt The Kedos Fridge? Ja, das wird irgendwann mal im The Kedos Store drin sein, der in 10 Jahren mal kommt. Stimmt. Wenn es sich lohnen würde. Es gab ja tatsächlich auch mal einen T-Shirt-Shop, damals mit Mass Media Cast, das war ja der Kanal von Ruben und mir. Da haben sich, glaube ich, auch 2-3 Leute haben tatsächlich ein The Kedos Zone-Shirt, wenn ich mich recht entsinne. Oh, schon wieder verreckt. Was mache ich denn gerade eigentlich? Nur Scheiße. Also da gibt es tatsächlich so 2-3 arme Menschen, die sich das gekauft haben, wofür ich natürlich trotzdem dankbar bin. Arme Menschen. Ja, das war also so, das Problem ist, der Druck von den Shirts war jetzt nicht so dermaßen gut. Ich will jetzt nicht die Firma nennen, wo wir das gemacht haben, aber das, ja gut, das Design war auch nicht so der Hammer, aber da das Design eben sehr stark auf einem hohen Farbspektrum basiert hat, ja, das war irgendwie so mit Farbklecksen und sowas, war es natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn der Druck da nicht so gut aussah. Und wir wollten da den Leuten natürlich, wenn wir schon einen Shop anbieten, dann beste Qualität, ne? Ja. Ja, aber ich meine, auch wenn das jetzt nicht so die Überqualität ist, so überleg doch mal, in 5 Jahren oder so, da sind dann diese da Leute, ist, die da einzigen, die das haben. Das ist ein Ultrasammler-Ding, ja, ohne Scheiß. Also das ist ganz ehrlich so. Ich sammle ja gerne. Ich bin ja so ein richtiger Sammler, was so was angeht eigentlich. Bist du ein richtiger Sammler? Ja, ein richtig deutscher Sammler. Oh, nee, Moni. Was meinst du jetzt mit richtig deutscher Sammler? Ja, weil ich glaube, die Deutschen, oder? Ist das nicht auch so eine Art Klischee, dass die Deutschen gerne sammeln? Ich weiß nicht. Und sowas meinst du? Nein, wie kann man das? Boah, ich versau's gerade am laufenden Band. Oh, am laufenden Band, ja, war eine sehr schöne Serie. Die am laufenden Band ist eine Serie. Schon du kennst das wieder nicht? Game over. Alter, du kennst American Pie nicht. Du hast nicht mehr das Recht zu mir zu sagen, das kennst du nicht. Das ist aber echt lustig irgendwo, wisst ihr? Ich kenne so voll viele aktuelle Sachen eigentlich nicht, ne? Wo der Dominik mich echt für schlägt, ja? Und er kennt die ganzen Alten am laufenden Band nicht. Loriot sagt ihm wahrscheinlich auch nicht. Doch, Loriot natürlich. Also wer Loriot nicht kennt, ganz ehrlich, der hat eine ziemliche Bildungslücke. Am laufenden Band, das war, soweit ich weiß, mit Rudi Carrell. Okay, also Rudi Carrell sagt mir natürlich aus, das ist, was kann man sagen, ein Meilenstein, eine Legende des deutschen Fernsehens. Wenn ich mir, oder? Das war doch Rudi Carrell, also nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett fehlig und. Rudi Carrell hier war der, ja, ich sag mal am Ende Weißhaarige, der hat immer diese, ach, wie hieß das? Der hat diese Sendung gemacht, das war auch so eine Art News-Sendung, so eine Comedy-News-Sendung hinterher. Also es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback YouTube News mit Rudi Carrell. Nein. aber schön, dass du es auswendig kannst. Ja klar kann ich das auswendig, wir kennen das nicht auswendig. Schaust du nicht jeden Montag WhatsApp? Nein! Warum nicht? Nein! Also ich finde inzwischen steigert das sich echt der gute Mr. Trashback, also der wird ja das jetzt wahrscheinlich nie hören oder irgendwie sowas, weil, ne, wird halt nicht hören. Aber ich finde, der steigert sich doch inzwischen recht gut. Komm schon, nein! Das muss man ihm lassen. Also ist auch einer mit Abstand einer der YouTuber, die irgendwie sehr zu Unrecht teilweise nur geflamed werden, weil er vielleicht ein, zwei Mal irgendwie einen Fehler gemacht hat, wird halt durchgehend geflamed, egal ob er sich jetzt verbessert oder nicht. Und das ist halt recht uncool. Zack. Einmal Ruf, immer Ruf, ne? Ja, genau, das ist wirklich so. Kaum baut man ein einziges Mal Scheiße, ist man halt gleich unter durch. Weißt du Bescheid, ne? Ezio 359, Grüße an Kedos aus Bünde. Was ist Bünde? Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Will ich eigentlich mal Headcrab ausprobieren? Nee, machen alles mit Super Meat Boy. Wir haben ja schon genügend Charaktere. Das Let's Play geht ja eigentlich schon 30 Folgen. Das Let's Play geht irgendwie schon fast 40 Folgen und wir sind in der ersten, nee, in der zweiten Welt. In der Light Red. Das muss es sich erstmal geben, ja? Ach, die Warpstone haben wir eigentlich schon gemacht, ne? Ah, das hab ich nicht geschafft. Leckt aber in den großen Welten ein bisschen hart. Muss ich gestehen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, dieses, ja, das Level, das war eins der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Level, in dem ich je schneller war als Sepp und in dem er mich auch nie überholt hat. In welchem? In dem, was du gerade gemacht hast, wo die Warp Zone war. Ja, ganz amerikanisch, Warp Zone. Warp Zone. Oh, ey, da muss man ja wirklich übel schnell sein, damit einen diese dummen Laserstrahlen nicht gleich erwischen. Ja. Obwohl es geht. Ja, also wer jetzt Kevins Sicht und Spielweise sehen möchte, der geht auf die erste Folge meines Let's Plays. Das ist in etwa der Skill, den er gerade in den Tag legt. Ne, Kevin? Oh, was wie mach ich denn das jetzt? Ja, gar nicht mal so unrecht. Wenn man seine Skills dann auf die schwierigen Level transformiert, die er im ersten hatte, kommt das durchaus näherungsweise hin. Also ist ja eigentlich auch so, dass ich anfangs ja wirklich berechtigt besser als du war, ja? Ja, nö, also das kann ich auch gar nichts gegen sagen. Du warst um Meilen besser am Anfang, ohne es gespielt zu haben. Aber dann hast du eben angefangen, das in 3000 Livestreams hoch und runter zu suchten. Ja. Und halt wirklich pro Tag irgendwie 20 Folgen von dem Ding hochzuladen, was halt schon an sich irgendwie total Psycho ist. Du bist ja allgemein so ein kleiner Psycho. Ja. Muss man dir ja lassen. Verdammt, ey, das ist doch nicht mehr zu fassen. Ich bin halt sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Und wenn dann auch noch halt so gewisse Leute kommen und sagen, ich werde das eh nie können, dann sage ich, ja doch, kann ich doch, wart ab. Der Ehrgeiz ist eine sehr schöne, treibende Kraft, wie ich finde. Ich gebe dir gleich treibende Kraft ins Gesicht, wenn ich dasselbe gleich nicht schaffe. Komm schon, ey, Midi-Midi-Midi-Boy. Aber doch nicht so böse Ausdrücke, mein Lieber. Das ist das Super Meat Boy Let's Play. Das ist das einzige Let's Play, in dem ich offiziell ausrasten darf auf meinem eigenen Kanal. Abseits von Minecraft inzwischen, wo ich gerade auch schon ab und zu mal den, in die Spritzen direkt rein, ey. Komm. In Minecraft? Ja. Da ist neulich ein Enderman von hinten gekommen, das ging mir total auf den Sack. Weißt du, wie das stresst? Du kommentierst da irgendwie in Ruhe und plötzlich kommt da ein Enderman von hinten angekommen. Das war, glaube ich, Folge, lass mich nicht lügen, 37, wer sich das anschauen möchte. Recht lustige Sache. Da machen wir auch einen Neuanfang im Minecraft Let's Play. Also, wer jetzt einsteigen möchte, kann das in Folge 37 tun. Oh, ich bin so schlecht. Ich bin so mies. Ja. Kevin, warum bin ich so mies? Das könnte mehrere Gründe haben. Versuch dir wieder irgendeine Psychoanalyse zu schaffen. Unter anderem könnte es daran liegen, dass du in Kassel die Formel für die Zentripetalkraft nicht wusstest. Ich hab dich einfach nur nach der Formel gefragt, ich wusste die sehr wohl. Ach so. Ich bin ultramäßig gut in Physik. Ja, A plus Gold. Schön. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt Grüße von The Aki Masu, seines Zeichen auch Let's Player an Kedos und Titte, und ich könnte nachher noch Ruben grüßen, aber der ist ja nicht da. Also wie soll ich denn Ruben grüßen, wenn er nicht da ist, Kollege? Wir können das immer noch, wenn ihr immer noch keine Ahnung habt, mit wem ich hier eigentlich gerade eben rede, wir haben nebenbei den Livestream an, das heißt, ich bekomme live quasi Kommentare im Chat hier zugestellt. Das könntet ihr auch machen, wenn ihr auf die Livestream-Videos achten würdet, die ab und zu mal so online kommen, alle 300 Jahre und gleich voll direkt. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier plötzlich mit anderen Menschen als dem Kevin rede. Das hat schon alles so seinen Sinn. Auch wenn man als Let's Player vielleicht schon so leicht schizophren ist auf gewisse Art und Weise. Ja? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich voll den Fehler gemacht habe. Warum? Ich hatte eigentlich in meinem Podcast angekündigt, dass immer wenn es irgendwelche Together-Projekte gibt oder Aufnahmen, die ich mit jemandem zusammen mache, meine Stimme nicht per Audacity aufnehmen. Aus dem Grund, weil wenn ich das dann auf die Studioqualität trimme, das kann ich ja nur mit Audacity und nicht mit Fraps, wenn alles in einer Datei ist, ja. Dass ich das eigentlich nicht mache, wenn jemand neben dran bei ist, weil durch Skype ja die Qualität nicht studiomäßig erreichbar ist für dich und das ist dann zu großer Unterschied. Hart, ne? Ja. Ja, es geht aber doch. Ja, also gibt's hier jetzt entweder keine Nachbearbeitung für mich oder wir sind halt genau gleich. Ja, wahrscheinlich bearbeite ich mich einfach nicht nach und dann. Ich bearbeite mich auch nicht nach, ich passe nur die Lautstärke an, dass alle Let's Plays von meiner Stimme auf einem einheitlichen Lautstärkewert sind quasi. Achso, ja, das mache ich auch.
Ja, ich mache ja nicht irgendwie meine Stimme dann nachher so, dass sie komplett falsch klingt. Wäre auch ein bisschen blöd. Mach doch in Let's Plays Autotune an. Ja, genau. Hello, here's the Kedos song. Now we're gonna to play Super Meat Boy. Wäre total witzig. Was wollte ich denn jetzt gerade eben nochmal sagen? Ja, ich werde das nachher irgendwie schauen, so wie es halt gut klingt, je nachdem. Normalerweise wollte ich im Together wieder alles über Fraps aufnehmen, aber vielleicht ist das ja auch... Ja, das stimmt. Das wollte ich nur machen bei den Projekten, wo ich quasi so aufnehmen muss, ja, dass es dann so ist. Ich nehme eine Folge auf und du nimmst zum Beispiel eine Folge aus, ja, jeweils 15 Minuten. Da macht man andauernd die Fraps-Aufnahme an und wieder aus. Ja. Und da auch noch Audacity an und wieder auszumachen, das ist dann irgendwie so ein bisschen anstrengend. Ja. Geht. Doch, Kevin, das ist anstrengend. Ja, ich mach das trotzdem, weil ich keine Ahnung, wie das mit Fraps geht. Du aktivierst einfach Mikrofon mit aufnehmen? Ja, aber ich hab Mono ein... Ich weiß ja nicht, wie das bei deinem ist. Meiner ist halt Mono und Fraps kann ich nicht umstellen auf Mono. Naja, also bei mir hat das noch nie Probleme gegeben. Also mein Mikrofon ist auch ganz klar Mono. Eigentlich ist jedes Mikrofon Mono. Ja, natürlich. Ja, aber das kommt halt drauf an, wie das umgewandelt wird, wenn das in deinen PC reingeht. Ja, also bei mir hat das nie Probleme gegeben, aus irgendeinem Grund, also... Keine Ahnung, was da bei dir falsch läuft, mal wieder. Das muss ich nochmal ausprobieren. Aber, ja. Weil es ist halt ein bisschen angenehmer dann. Weil du hast eh, wenn du gar nicht nachbearbeitest, hast du mit Fraps eigentlich in der Regel fast die gleiche Qualität wie mit Audacity. Also mit Audacity ist das Rauschverhalten schon ein bisschen niedriger. Und man hat auch die Möglichkeit, die Audiospur so ein bisschen... Ey, das leckt wirklich übel durch den Livestream. Das werden wir nicht oft machen, meine Damen. Ganz sicher nicht. Super Meat Boy hat bei mir aber auch so zwischendrin mal ohne Livestream geleckt. Ja klar, das hat ab und zu immer mal ein paar kleinere Performance-Einbrüche. Ist halt auch grafisch wirklich anspruchsvoll, ja. Ja, du musst... Ja, oder so. Oder du gehst halt dann immer unten so. Kurz vor... am Boden und springst dann so knapp genau. Hä? Versuchst du mir gerade Tipps zu geben? Ja, aber ich sehe das ja, was du schon längst gemacht hast. Oh Mann, da ist ja auch eine Bandage. Okay, alles klar. Kurz mal an der Nase gekratzt, das haben jetzt die Leute im Livestream gesehen, ja? Du machst dir viel zu schwer. Ich mach's mir viel zu schwer? Mhm. Sicher? Ja, du wusstest doch nicht, wie das hier am Anfang leckt, ey, das ist kaum spielbar. Na, ich kenn das doch, wenn das leckt, das regt einen voll auf. Weil man dann so denkt, hey, jetzt kannst du nicht die Leistung bringen, die du bringen wolltest, ne? Ja. Viel zu wichtige Millisekunden, das ist wie beim Sport. Ist eine gute Ausrede dafür, dass man es am Ende nicht schafft. Also insofern, was wir machen sollten, wenn wir jedes Mal in den Genuss, wenn wir jemals in den Genuss kommen sollten, auf der Gamescom einen eigenen Stand zu haben, ja? Oh. Dann, und da so eine Gamescom Live-Show machen könnten. So ein Live-Super Meat Boy Battle, ey. Boah, Leute, wie geil wäre das denn? Stell dir mal vor, du hättest da so Leute, die ich dann wirklich da anfeuern und sowas. Ich glaube, ich würde nichts mehr hinbekommen, weil ich einfach so abgelenkt von der Atmosphäre wäre, ey. Ohne Scheiß, Leute, wie geil wäre das denn? So ein richtig gutes Super Meat Boy Battle auf der Gamescom. Weißt du, die ganze Zeit guckt keiner mehr bei LOL zu. Alle gucken so bei uns zu. Ich glaube, das wäre ziemlich actionreich, ganz ehrlich. Das wäre richtig geil. Das wird ziemlich, ziemlich cool. Ich grüße mal ganz lieb Daumen zur Seite. Ja, auf der Gamescom wird's mit Sicherheit. Also ihr könnt, wenn ihr uns auf der Gamescom seht, wir machen da zwar auch Pressearbeit höchstwahrscheinlich. Also Seagin, Kevin und ich. Und vielleicht noch ein paar andere Dackel von Game Inside. Ihr könnt uns grundsätzlich ansprechen und all sowas in die Richtung, ja? Das ist gar kein Ding. Einfach mal rüberhauen, hey, hier, was geht, Leute? Ins Gesicht schlagen und wieder gehen. Also, wenn wir schlagen, dann werdet ihr rausgeworfen, das ist ja ganz klar. Aber das ist kein Ding und wir versuchen auch unser Möglichstes, vielleicht ein kleines Fantreffen an einem der Tage zu organisieren. Oder ich nenne es lieber Zuschauertreffen, weil Fan ist immer so ein... komischer Begriff, ne, oder? Ja, genau. Man ist richtig komisch dabei. Die Zuschauer benutzen ihn zwar selbst, aber... Ach stimmt, es ist dieser fette Fleischklops, der irgendwie nichts auf dem Sack hat. Der hat doch was auf dem Sack. Naja, dann machen wir jetzt mal Plotty hier. Den kleinen Moni. Fluffy. Hallo Fluffy. Wieso sterbe ich, wenn ich da weiter hochgehe? Da geht's doch nachher eh weiter hoch. Mann. Der erinnert mich mal so ein bisschen an das Vieh von Yoshi Island. Ja. Oh, und jetzt geht er auch noch da hoch. Und schöne Grüße an den Camiro LP. Mann, das ist hier so eine richtige Grußfolge. Na, der Fluffy haut dich aber ganz schön weg, ne? Ja, weil ich gerade eben nicht mehr auf den Camiro-LP und seine Grüße konzentriert habe, verstehst du? Ui, nein! Alter, warum...
Ey, das hat ja gerade eben mehr als geleckt. Also ich weiß nicht, ob es bei euch nachher in der Aufnahme auch so leckt. Ich hoffe ja mal nicht. Das könnte wirklich daran liegen, dass mein PC einfach nur gerade aus performance-technischen Gründen ein bisschen eingeschränkt ist. Na, ja, selbst wenn es laggen sollte, nehmt das nicht so eng. Ja, genau. Mit nicht eng nehmen hat Kevin nämlich Erfahrung. Der nimmt immer recht, ja, wie soll ich sagen? Recht offen. Echt, ja, genau. So in etwa. Elektro-Dinger, die ich nicht... Oh, jetzt wird's aber... Boah, der war gerade Skill, den ich im Livestream gesehen habe bei dir. Wow. Ich hab Skill gemacht. Ja, der war oh. Ich glaube, der war Zufall, aber der war Skill. Komm schon. Ja, gebratenes Fleisch mit Solarenergie. Erneuerbare Energie, ja, das würde dem Klima Hilfe, Gipfel, ganz schön viel helfen. Dem Gulumpf. So, und das schauen wir so kurz an, wir stirbt einfach nur, weil wir dreckige Sadisten sind. Nein, Fluffy. Oh, so ein süßes Knubbelwubbelwubbelwubbel. Ich liebe den Fluffy. Ja, und das muss ich sich anschauen, diese tolle Rape-Szene hier. Was haben wir denn geschafft? Verbände 7 von 20, Warps und sogar 3 von 4. Das ist gar nicht mal so schlecht. Also besser als in den ersten Versuchen, die wir hier mit Super Meat Boy so... Ey, wie langsam das einfach mal geht. Es laggt. Schee. Ja genau, es laggt. Es laggt hart, mein Kollege. Das wollte ich mal... Ich wollte noch mal gucken, ob so ein paar Dunkelwelten irgendwie im Wald noch sinnvoll sind oder cool sind. Oh. Weil 2-3 Minuten machen wir noch, dass wir hier 2 Folgen draus machen können. Dunkelwelt. Zeigt der eine Stinkefinger? Ich weiß nicht. Oh, die ist einfach. Wieso ist die einfach? Die ist auch einfach. Also die heftigste Dark World, die es für mich in dem ganzen Spiel gibt, ist The Rapture. Das ist die heftigste einfach. Schlimmer. Also ich habe die Dark Worlds ganz ehrlich im Let's Play noch nie ausführlich gezockt. Echt nicht? Nee, also die habe ich von Anfang an eiskalt ignoriert, weil ich mir ja von Anfang an so gesagt habe, hey, das läuft irgendwie nicht sonderlich cool. Ich bin da nicht gut drin und ich lasse es einfach. Also quasi die Herausforderung von Anfang an ausgegeben. Och Mann, was ist denn? Du musst doch gerade das Schwierige nehmen. Ja, das mache ich ja jetzt auch. Ich mache dich ja auch jetzt fertig, das ist ja ganz klar. Sieht man doch, oder? Über dich hinauswachsen. Sieht man doch, ich fall hier runter, ist ganz toll. Ah, wie komme ich denn da bitte jetzt an die Bandage ran? Ja, so wie der eigentlich beim ersten Mal gemacht, das Ganze. Danke, Baus. Gut, Nase kratzen, ans Mikro kommen. Weißt du, immer wenn ich eine Webcam nehme, fängt meine Nase an zu jucken. Das ist, ansonsten passiert das nie. Oder es liegt vielleicht daran, dass so langsam wieder die Heuschnupfenzeit beginnt und eurer Kedos da auch ab und zu von ein paar Pollen betroffen ist. Oh nein. Oh doch. Aber das ist Gott sei Dank abends immer weg. Ich hol überall A+. Ich frag mich gerade auch. Gott gerade eben. Was ist mit dir los? Ich hab da was anderes erwartet. Ja, das ist der Lag. Auf den stehe ich total. Oh, schön. Ja, schön ausgeholt. Ja. Das läuft ja richtig geil. Oh, so, auf sowas stehe ich übelst, Leute, ja. Das fand ich auch schon. Ich habe Donkey Kong Country Returns zwar nie gespielt, aber diese Schattenwelten, wo man nur noch so Schemen sieht, das finde ich unglaublich stylisch. Richtig geil. Boah, das musst du wirklich unbedingt mal spielen. Weil das ist vom Hintergrund her wirklich richtig gut. Ja, ich habe auch richtig Bock, was das zu spielen. Also das sind so die Spiele, für die ich mir wirklich auch eine Wii besorgen würde. Kommt dann irgendwann mal, ne? Da ist gerade ein Eichhörnchen, hat sich da gerade selbst umgebracht. Wieso will jetzt jeder gegrüßt werden? Machen wir mal kurz ein paar Grüße durch. Grüß von mir, dem Schlafanzugmann, sagt Sneaky Wolf Trash. Grüße von Jan, sagt Bart223, hatten wir nicht schon dreimal drin. Ich grüße Fanzo52 und Grüße von It Doesn't Matter, sagt Big Little Pro, Bro, oder was weiß ich was. Schön. Übrigens an die ganzen Fragen, die gerade im Chat kommen, auf die gehe ich ein, sobald wir wieder im Livestream drin sind und die Aufnahme hier beendet haben. Komm schon. Ah, ey, ich bin ja gerade wirklich richtig gut. Geht da voll selber drauf ab. Und nein, ich unterwerfe mich nicht Lord Abaddon, meine Damen. So, also, kommt's noch. Will jetzt die Weltherrschaft, ne? Ja, die will ich ja eigentlich auch, deswegen ist es ein bisschen problematisch so, vom Dinger. Und wieder geht's von Österreich aus. Das wäre ja eigentlich mal lustig. Du bist aber auch ein Schlingel hier. Eigentlich fände ich es ja recht nice, wenn ich den Lord Abaddon mal ins Evil Genius Let's Play bekommen würde. Oh, ja. Das würde eigentlich mal als Gastkommentar recht gut passen. Falls denn jemand kennt, ne, textet ihn an und sagt ihm hier, gehst du mal rüber, haust ein paar Phrasen raus. Gehst du mal rüber. Ja, natürlich, was soll man sonst machen? Weiß ich nicht. Nicht rübergehen oder wie? Reinkommen. Reinkommen.
Oh, 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 wie hole ich denn jetzt die Bandage? Yeah, like a bow. Oh, nee. Boah, das boah, ich habe es gehasst, ne? Ich habe es gehasst. Das, das, wo diese Dinger da runterbröckeln? Ja, ich hasse das einfach, obwohl es hinterher einfach ist, aber am Anfang... Ich hab's schon geschafft, nach dem zweiten Mal. Boah. Aber nicht mit A+. Naja. Also in den Dunkelwelten, das ist auch für das Let's Play, da möchte ich nicht zwingend überall A+ holen. Ich glaube, es ist auch schwierig machbar. Ja, am Anfang geht's noch, aber wenn du wirklich in The Rapture oder so A+ haben willst, ey, good luck. So, Alter, ich bin gerade richtig, richtig gut. Besser als in der Light World. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich die krasse Herausforderung, die sich mir da stellt. So geht das Level! Ohne Scheiß, wie du gerade das Level gemacht hast, da bin ich noch nie auf die Idee gekommen, das so zu machen. Ich habe immer eine Abkürzung und habe mich immer gefragt, wie soll man das normal machen? Ich überlege mir gerade, ob man hier durchspringen kann. Da oben? Ja. Ja, das geht, aber das ist sau schwer. Okay, dann lass ich's mal, ne? Kannst du versuchen, das ist aber echt, das ist verdammt schwer, das... Das sind dann für die absoluten Highskill-Profis. Ja, ich habe das einmal gemacht, um eine gute Zeit zu holen und hatte dann aber auch keinen Bock mehr. Zack, und schon wieder A+. Und damit, meine Damen, wir machen die Dunkelwelt nicht fertig. Nein, machen wir sie nicht. Beenden wir diese Session von Let's Play Super Meat Boy im Livestream mit Live-Webcam. Jedenfalls für die Leute, die im Livestream mit dabei waren. Ich grüße noch kurz mal... gibt's noch irgendjemanden, den ich grüßen soll? Oder gibt's da gerade jemanden, den ich grüßen soll? Komischerweise. Ich soll mich selber grüßen. Grüße von Chris Jericho oder was weiß ich was. Ja, viele Grüße aus Hamburg von Hansos und ich soll noch Arminio grüßen, Julia soll ich noch grüßen und Fischgesicht92 gibt mir einen schlechten guten Gruß. Es gibt Grüße aus der Schweiz, oh, aus der schweizerischen Schweiz. Auch Grüße schwarz. Von Ultra und was weiß ich was, alles mögliche. Also jetzt kommen viel zu viele Grüße, die ich nicht mehr vorlesen könnte. Das war eine Session mit dem Table Tennis Gamer. Die Verlinkung vom Kanal gibt es direkt in der Beschreibung oder vielleicht auch per Anmerkung, je nachdem. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Wir sehen uns dann in 3 Jahren wieder. Ciao. Tschüss.